Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein ganz schnelles, quick and easy, für jeden Tag Augen-Make-up-Tutorial zeigen. Mit einer Farbe, passt perfekt in den Herbst, und zwar von Bobbi Brown. Das ist ein Cream Eye Shadow Stick. Ihr müsst jetzt nicht zwingend diesen Stift nehmen, es gibt ja mittlerweile auch von anderen Firmen viele Lidschatten-Sticks und diese Farbe, die habe ich jetzt schon ein paar Monate, also nicht neu gekauft. Und es ist ja immer irgendwie hilfreich zu sehen, was kann man mit den Augen alles so machen. Ich habe festgestellt, diese tollen Herbstfarben, die in diesen Paletten, die es da zu kaufen gibt, also die stehen mir nicht. Ich sehe da immer verheult und krank aus. Also ich kann diese rötlichen Töne leider nicht tragen. Vielleicht liegt es auch an meiner Augenfarbe. Also Frauen mit braunen Augen, mit dunklen Augen, denen stehen diese Herbsttöne fantastisch. Also diese, das ist zwar auch ein Braunton, der nennt sich allerdings, nee, das ist nicht braun, das ist Stone. Also ein Steinton ist das, also kein Braun. Also braun und rötlich geht bei mir leider überhaupt nicht, was ich sehr bedauere. Also meine Haut habe ich schon vorbereitet mit, ihr wisst es, Bau Minerals. Die Augenbrauen ein wenig nachgezogen. Wenn ihr jetzt ein öliges Augenlid habt, normalerweise braucht man bei diesen Sticks ja nicht unbedingt einen Primer, aber wenn ihr, wie gesagt, leicht ölige Augenlider habt oder so durchschimmernde, würde ich einen Primer benutzen oder einfach einen hellen, ganz hellen Puderlidschatten. Bei einer normalen, ich habe jetzt nichts weiter drauf, beim normalen Augenlid braucht ihr keinen Primer. So, beginne ich jetzt mit diesem Stift hier. Ich habe den jetzt mal rausgezogen. So, Long Wear, das heißt, der hält den ganzen Tag. Den trage ich jetzt, ich beginne hier am Wimpernkranz und trage den nicht bis vorne, noch nicht aufs ganze Lid. So ungefähr. Und dann nehme ich einen Verblenderpinsel, das ist der von MAC. Das soll ein Everyday Look sein. So. Next Step. Hier hinten beginnend, also ganz am Wimpernrand beginnend. Und das Geheimnis bei Smoky Eyes, generell eigentlich bei jedem Lidschattenauftrag, ist das Verblenden. Deshalb ist es immer ratsam, in einen guten Verblenderpinsel zu investieren, also MAC oder Zoeva hat auch sehr schön. Ich bin ja jetzt so ein bisschen festgefahren. Also auch den von Bobbi Brown, den mag ich auch nicht, obwohl ich ein Bobbi Brown Fan auch mit den Pinseln bin, aber Verblenderpinsel, MAC und was habe ich gesagt, Zoeva. Wenn ihr jetzt ein Schlupflid habt, ein starkes, könnt ihr natürlich hier ein bisschen das noch nachdunkeln. Mit demselben Stift gehe ich jetzt hier unten am unteren Wimpernrand entlang. Verstärkt das hier hinten noch ein bisschen. So. Und nun nehme ich jetzt keinen Verblenderpinsel, sondern einen sauberen Q-Tip und ziehe das hier die Ecken ein wenig nach oben. Wenn ihr jetzt nicht so schöne gebogene Wimpern habt, empfiehlt sich immer diese Wimpernzange. Da könnt ihr, aber ganz vorsichtig, da könnt ihr die Wimpern so ein bisschen nach oben biegen. Wichtig ist, dass es hier Gummi ist, nicht Metall. Ne? Die ist ja auch von Bobbi Brown. Ich benutze das nicht immer, aber manchmal. Ich habe jetzt hier eine Mascara. So eine kleine von Chanel, ihr kennt sie, der Hammer, Le Volume. Also ich muss sagen, das Augenlid, mir gefällt das sehr gut. Man kann das natürlich auch alles ein bisschen
kräftiger auftragen. Falls ihr euch über meine Stimme wundert, also es geht nicht weg, ne? Es ist sowas Hartnäckiges. Ich weiß nicht, was ich mir da eingefangen habe, aber man hört das, wie gesagt, viel. In meinem Umkreis sind sie irgendwie alle krank. Und der Winter hat noch nicht mal angefangen. Na gut, dann haben wir es jetzt. So. Also zweimal aufgetragen. Macht die einen schönen Schwung, diese Volume. Als Rouge habe ich mir das mal wieder rausgekramt. Das habe ich jetzt schon ein Jahr. Das ist von Too Faced. Das ist so ein Flush Blush. Das sind drei Farben. Bellini, Sparkling Bellini. So ein bisschen mit Shimmering. Also ich mag das ganz gerne, wenn man so ein wenig Frische im Gesicht hat. Unaufgeregter Lip Liner von Maybelline in der Farbe Nude Whisper. Ist mal ganz schön, wenn man die Konturen ein bisschen nachzeichnet. Und Colored Shine von L'Oreal. Das ist die Farbe 247. Ist so ein Orangeton, passt sehr schön zu dem hier, ne, zu diesem Bellini. Und der ist sehr feuchtigkeitsspendend. Toll im Auftrag. Jetzt muss auch nicht mehr in den Kühlschrank, ist nicht mehr so heiß. Der schmeckt so toll. Ich mag den wirklich gerne. Das sind ganz tolle Lippenstifte. So, ihr Lieben, das war's. Das ist der Look. Ich hoffe, er gefällt euch. In 5 Minuten habt ihr ein schnelles, easy, quick, unkompliziertes Make-up. Tages-Make-up. Das könnt ihr, ob jetzt im Geschäftlichen, also ob ihr, wenn ihr zur Arbeit geht oder generell für jeden Tag. Wir hübschen uns ja ganz gerne an. Also das heißt, wir möchten das betonen, was von Vorteil von uns ist. Und die Augen, es ist immer schön, wenn wir uns die Augen betonen. Also muss ja nicht immer bunt sein. Ne? Das ist, ich finde, es ein sehr schöner Look. Und diese Stifte von Bobbi Brown, die sind zwar ein bisschen teuer in der Anschaffung, aber man hat wirklich was davon. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Ich hatte mir auch viel aus der Drogerie gekauft, auch Eyeshadows, egal jetzt ob Sticks oder buttrige Lidschatten, ich war ehrlich gesagt nie so richtig happy damit. Vielleicht liegt es auch daran, dass man ein bisschen älter ist und ich bin so auf Bobbi Brown zum Beispiel eingeschworen, das seit wirklich vielen, vielen Jahren und ich kehre immer wieder zurück zu dieser Marke, weil die sehr schöne Produkte im Angebot, also im Sortiment haben, sei es buttrig oder cremig oder diese ganzen Longwear Cream Eyeshadow Geschichten, die wirklich den ganzen Tag halten und gerade für jetzt ein älteres Augenlid auch. Man hat nicht das Gefühl, dass das austrocknet, dass das bröselt, dass sich das so absetzt. So, ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch. Für die lieben Zuschauerinnen, die neu auf meinem Kanal sind, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lasst. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner neuen Videos. In diesem Sinne, das Beste für euch und ihr wisst ja, ne, seid gut zu euch und bis bald. Ciao.